So, schönen guten Morgen. Leichte technische Probleme, bitte um Nachsicht. Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ja, zu einem neuen Format, beziehungsweise ist ja nicht mehr ganz neu. Wir reden ja sehr oft über niederschwellige Impfangebote und so wollen wir unsere Reihe an niederschwelligen Politikangeboten oder Inhaltsvermittlung Sie teilhaben lassen an dem, was uns bewegt, was wir im vergangenen Jahr gemacht haben, was wir im nächsten Jahr vorhaben. Und ich freue mich, dass wir doch einige Gäste hier haben. Ich habe Nachricht, dass Klaus-Peter Wilsch zu uns stoßen will. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Der wird sich vielleicht noch einfinden. Ich darf aber ganz recht herzlich die Stadtvorsteherin, Frau Andrea Reusch-Demel, begrüßen. Liebe Andrea, schön, dass du die Zeit gefunden hast, heute Morgen bei uns zu sein. Ich darf dann darüber hinaus begrüßen unseren Stadtverbandvorsitzenden Andreas Hofmeister, gleichzeitig Landtagsabgeordneter für uns in Hessen. Ich darf ganz herzlich begrüßen Friedrich Angermeier, unseren Fraktionsgeschäftsführer und JU-Vorsitzenden. Und ich darf ganz herzlich begrüßen, nicht zuletzt Daniel Rühl, unseren Fraktionsvorsitzenden. Schön, dass ihr alle da seid und dass wir uns zu diesem Format hier heute Morgen zusammengeführt haben. Ein paar Hinweise vorab. Mein Name ist Ulrich Menken, ich bin Rookie in der Stadtverordnetenversammlung für die CDU, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Es wird aufgezeichnet, diese Veranstaltung. Also A, sind Sie jetzt alle auf Facebook live zu sehen. Wer das nicht mag, der möge bitte die Kamera ausschalten. Diejenigen, die es nicht mögen, dass sie später auf YouTube gesehen werden, weil wir werden dieses Video gleichzeitig aufzeichnen und später auf YouTube hochladen. Dort bitte müssen Sie einfach wissen, dass Sie dort gesehen werden, dass wir das hochladen. Da brauchen wir Ihr Einverständnis. Wenn das nicht vorliegt, dann bitte schalten Sie die Kamera aus. Ansonsten bitte Kamera an und den Ton aus. Ja, politischer Jahresrückblick 2021. Daniel, wie sah es denn für dich im vergangenen Jahr aus? Ich würde jetzt hingehen, was ich Ihnen allen empfehlen möchte, ist, dass Sie auf Sprecheransicht gehen, weil dann haben Sie die Möglichkeit, die Personen, die sprechen, tatsächlich auch groß zu sehen. Das ist eine Einsichtsanstellung rechts oben. Daniel. Ja, vielen Dank, Uli. Auch von mir ein herzliches Willkommen, einen schönen guten Morgen an diesem Mittwoch zwischen den Jahren. Wenn der Uli fragt, was ist dann mein persönlicher Rückblick, der persönliche Höhepunkt des Jahres 2021, wir haben es ja schon so ein bisschen in unserem Weihnachtsvideo, das ich auch allen nur herzlich oder wärmstens ans Herz legen kann, haben wir es ja schon so ein bisschen abgearbeitet, den persönlichen Jahresrückblick. Ich kann das eigentlich nur wiederholen. Politisch gesehen war es sicher die Kommunalwahl und da natürlich das erfreuliche Ergebnis, und das ist ja auch bekannt, dass wir hinzugewonnen haben, dass wir die Stadtverordnetenvorsteherin stellen, dass es neue Mehrheiten gibt. Aber das will ich gar nicht so in den Vordergrund rücken, was mich mit Blick auf die Kommunalwahl sehr viel positiver stimmt und was dazu führt, dass ich sage, das ist mein politischer Höhepunkt des Jahres, dass es uns gelungen ist, so viele Frauen und Männer zu gewinnen, jung, alt, aus allen gesellschaftlichen Schichten, mit der unterschiedlichsten Verankerung, die bereit sind auf den oder bereit waren, auf den Listen für die CDU, für die Ortsbeiräte, für die Stadtverordnetenversammlung, für den Kreistag zu kandidieren. Das war alles andere als ausgemacht. Viele altgediente, langjährige Kommunalpolitiker haben auch altersbedingt vor der Kommunalwahl gesagt, dass sie nicht mehr antreten. Und es war alles andere als sicher, dass es uns gelingen wird, so viel Nachwuchs in Anführungszeichen zu gewinnen. So viele Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, sich für Bad Camberg zu engagieren und dass uns das unter Pandemiebedingungen gelungen ist. Ich glaube, das ist ein hervorragendes Ergebnis. Und wie gesagt, deswegen mein politischer Höhepunkt des Jahres, die Kommunalwahl und insbesondere die Kandidatenfindung. Und ansonsten gilt persönlicher Höhepunkt, gilt das, was ich schon im Video gesagt habe. Das war sicherlich die Geburt unseres zweiten Sohnes im Juli. Das ist sicherlich ein ganz großartiges Ereignis, Daniel.
Frederik, wie sah es für dich aus im vergangenen Jahr? Was waren denn so deine Höhepunkte? Ja, hallo und guten Morgen in die Runde. Ja, ich glaube, politisch gesehen ist die Kommunalwahl das mit das prägendste Ereignis, was man in dem Jahr hatte. Das war sicherlich auch eins, was sehr, sehr viel Zeit und Energie gekostet hat. Da ich zum einen auf Stadtverbandsebene mit aktiv war und an den Flyern mitgearbeitet habe und zum anderen auch bei der Jungen Union auf Kreis- und auf Stadtverbandsebene die Flyer entworfen habe oder mitentworfen habe. Und das natürlich sehr, sehr schön war, dass man dann auch der Wahlkampf Erfolg hatte, dass wir relativ viele JUler auch in kommunale Parlamente unterbringen konnten. Das andere, was auch so ein Herzensthema der JU war, das war, dass wir es durchgesetzt haben, dass der Wahl des CDU-Bundesvorsitzende, dass das in Form einer Mitgliederbefragung durchgeführt worden ist. Das war, ging zurück auf den JU-Antrag, der gestellt worden ist, auch zuletzt nochmal auf dem Deutschlandtag diesen Jahres. Und ja, dann war auch der Ausgang für mich persönlich sehr positiv, weil mein Favorit es geworden ist. Von daher war das politisch für mich die zwei Highlights im Jahr. Und ganz persönlich für mich, ich habe in diesem Jahr nach fast 10 Jahren einen neuen Job angefangen, komplett nochmal die Branche gewechselt, nochmal quasi einen Neustart. Von daher freue ich mich da einfach auf die neue Aufgabe. Sehr spannend, macht bisher auch sehr viel Spaß. Von daher, das ist ja für mich so persönlich das Highlight in dem Jahr. Danke, Frederik. Ja, last but not least, Andreas, du hast den Blick auf das Große. Du bist ja nicht nur hier in Bad Camberg politisch aktiv, sondern auf ganz vielen anderen Ebenen ebenso. Ja, was waren denn so deine Höhepunkte im vergangenen Jahr? Da gibt es sicherlich auch einiges Spannendes. Ja, danke, lieber Uli, und einen schönen guten Morgen. Ja, in der Tat, also das Jahr 2021, es gab Höhepunkte, aber ja, leider auch Tiefpunkte. Das ist eben im Leben wie in der Politik. Man hat Licht und Schatten doch durchaus nah beieinander. Ist ja gerade bei den Vorrednern schon angeklungen. Kommunalwahl war einfach wirklich sehr erfreulich unter den ja, schwierigen Gesamtumständen. Es ist geschildert worden, was die Kandidatenfrage anging, aber natürlich alles geprägt auch durch die Pandemie. Aber nach der Kommunalwahl wird es dann deutlich schwieriger. Wir haben das erlebt auf Bundesebene, die Frage um Kandidaten für den Kanzler und ja, Debatten, die einfach uns allen nicht gut getan haben, die auch viele Nerven gekostet haben. Das Bundestagswahlergebnis, das nicht einfach so abgelegt werden kann, aber dann hinten raus eine klare Entscheidung bei der Mitgliederbefragung für Friedrich Merz. Das war dann wieder so ein Stück weit ein Zeichen, jawohl, es geht jetzt weiter. Und das ist jetzt nicht allein mit einer Person verbunden, aber ist schon mal gut, dass wir jetzt dort einen klaren Fingerzeig haben, wie es weitergeht mit einem starken Team. Und da bin ich auch optimistisch, dass es für die Union insgesamt wieder aufwärts geht. In Bad Camberg und im Kreis haben wir wirklich in Summe wirklich unseres dafür getan, dass wir hier gut dastehen, und so soll es auch weitergehen. Und insofern, ja, Licht und Schatten nah beieinander. Persönlich bleibt mir von 2021 in besonders schöner Erinnerung der ja, ein großer gemeinsamer Urlaub mit meiner Partnerin auf Usedom. Das sind einfach Erinnerungen, die man sehr, sehr gerne mitnimmt aus diesem Jahr und wo man auch dann in stressigen Momenten immer wieder gerne dran denkt und die Erholung dann an der Stelle auch mal nutzen kann. Soweit erstmal. Ja, wollen wir doch ein bisschen jetzt den Blick auf Bad Camberg richten. Und Andi, du hast schon gut eingeleitet. Wir wollen das ja also ein bisschen in Quartale aufteilen im letzten Winter, Januar bis März. Andi, magst du da ein bisschen erklären, was für dich oder was für uns hier in Bad Camberg stattgefunden hat, politisch, auf kommunalpolitischer Ebene? Ja, das Jahr begann natürlich erstmal auf höheren Ebenen oder insgesamt gesellschaftlich geprägt über die Frage Kampf gegen die Pandemie. Es begann mit den Impfungen, aber auch mit entsprechenden Diskussionen dazu. Wann bekommt man Impftermine? Wie schreitet es voran? Das hat natürlich alle irgendwo auch angespannt, und gleichzeitig waren wir mitten im Lockdown und wir hatten eine Kandidatenliste aufgestellt, noch im 2020 im Stadion des RSV Würges. Das war ein besonderes Erlebnis, bei einem Grad Samstagvormittags da auf dem Feld zu stehen. Und wir hatten dann aber ein starkes Team. Und ja, aber wir konnten eben den Wahlkampf, so wie man es gewohnt war, nicht führen. Sprich Veranstaltungen, Infostände, mit Menschen zusammenkommen und darüber zu diskutieren, was für diese Stadt notwendig ist. Also sprich, ist alles letztendlich
im digitalen Rahmen dann gelaufen. Ich erinnere mal ans Unternehmerfrühstück mit Michael Boddenberg, aber auch andere Austauschformate, die wir dort angeboten haben, die auch gut angenommen wurden. Das ist ja hier letztendlich heute Vormittag auch ein Stück weit eine weitere Fortsetzung dieses Angebotes oder dieser Angebote. Wir haben sehr viel in die Briefkästen gebracht, einfach um zu zeigen, was für ein Team wir haben und wie wir dort aufgestellt sind. Und dann war das Ergebnis wirklich mehr als zufriedenstellend, sehr erfreulich. Die Sitzzahl gehalten, klar, stärkste Kraft. Die Stadtverordnetenvorsteherin konnten wir dann stellen mit Andrea Reusch-Demel, den ersten Stadtrat mit Peter Wernbach. Und wir haben neue Mehrheitsoptionen in der Stadtverordnetenversammlung. Das ist wirklich sehr erfreulich gewesen, auch auf Kreisebene. Unter ganz schwierigen Umständen haben wir auch ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis geholt. Und insofern, ja, war das erste Quartal zwar sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr aufregend, aber das Ergebnis war dann so, dass man sagt, jawohl, das ist ein Fingerzeig für diese Stadt und wir haben dort wirklich unseres dazu getan und das wollen wir jetzt nutzen. Vielen Dank, Andi. Ja, Frederik, der Frühling, der soll dir gehören. April, Mai, Juni, was war für dich da hier in Bad Camberg los? Ja, genau. Es war natürlich alles ein Stück weit die Nachwehen der Kommunalwahl dann spürbar. Es ging dann langsam los. Die Gremien haben sich konstituiert, also die Stadtverordnetenversammlung zunächst einmal, wo dann auch Andreas hat es eben angesprochen, die Andrea Reusch-Demel als Stadtverordnetenvorsteherin gewählt worden ist. Und dann konnten auch die Ausschüsse sich konstituieren. Da gab es dann auch die Besonderheit, da wir einen weiteren Partner mit im Kommunalparlament haben, nämlich mit der FDP noch eine weitere Partei dazugekommen ist, dass wir uns im Vorfeld mit allen politischen Parteien in Bad Camberg darauf verständigt haben, dass wir die Ausschüsse auch entsprechend nach oben anpassen, also sprich, dass die Teilnehmerzahl der Ausschüsse vergrößert wird, die Mitgliederzahl der Ausschüsse vergrößert wird, sodass eben auch alle Parteien dort abgebildet werden können. Will auch nicht verhehlen, dass es viele Schnittmengen mit der FDP gibt. Es tut gut, dass die noch mit im Gremium dazu sind. Und das bringt einfach auch den Austausch und auch die Mehrheitsverhältnisse natürlich ein Stück weit voran. Das tut Bad Camberg gut. Ja, das Ganze war trotz allem ein bisschen holprig am Anfang. Es gab da noch einen Einspruch von der SPD-Fraktion gegen die Kommunalwahl, weswegen erstmal alles so ein bisschen noch in Schwebe war. Wir konnten dann auch in der konstituierenden Stadtverordnetenversammlung nicht den Magistrat neu wählen. Da ist dann der alte Magistrat in Anführungszeichen auch noch weiter geschäftsführend im Amt geblieben, weil eben noch nicht klar war, wird tatsächlich die Magistratsgröße so sein, wenn der Einspruch eben stattgegeben wird, wie es sich jetzt darstellt. Deswegen musste man das ein bisschen verschieben und da war noch ein bisschen die Unsicherheit da. Letztendlich war es dann aber so, dass dann auch das Wahlergebnis mehr oder weniger bestätigt worden ist, gab kleine Abweichungen, aber zu unseren Gunsten, weswegen dann auch der Magistrat so gewählt werden konnte, wie es eigentlich auch ursprünglich schon sich abgezeichnet hat. Und ja, dann ging es so ein bisschen in die politische Sommerpause und das ist dann quasi der Juni und ja, dann geht das Quartal auch schon zu Ende. Danke, Frey. Ja, der Sommer soll dem Fraktionsvorsitzenden gewinnen. Wir hören heute Morgen, Daniel, der Sommer war ja fast normal unter Pandemiebedingungen. Wir haben uns alle gefreut. Wie war es für dich? Ja, genauso. Mein Frederik hat es angedeutet. Wir hatten kaum sind wir ins Rollen gekommen mit der Konstituierung und der Neuwahl der Gremien. Schon sind wir in die Sommerpause gegangen, bevor wir überhaupt mal so richtig ans Arbeiten kamen. Aber ich denke auch aus kommunalpolitischer Sicht ist es in der Rückschau positiv zu bewerten und bleibt es natürlich in Erinnerung, dass auch hier in Camberg wieder ein bisschen mehr normales Leben möglich wurde. Die Infektionszahlen gingen zurück, die Menschen haben sich impfen lassen, haben ihren Beitrag dazu geleistet. Und ja, wir hatten wieder mehr von dem, was so einen normalen Sommer ausmacht. Man konnte in den Biergarten gehen, man konnte sich mit Freunden zum Grillen verabreden. Wir hatten wieder ein kleines Hüftfest. Wir hatten die Konzerte, den Sommer im Park, der Stadtlauf. Dein Stadtlauf, Uli, der war zwar noch digital, aber dann hinten raus die Spendenübergabe, auch das sind Veranstaltungen, an die ich gerne zurückdenke, die waren dann schon wieder in Präsenz im Kurhaus unter Corona-Auflagen. Also von daher alles das Dinge, die in der Rückschau ja, in schöner Erinnerung bleiben, guter Erinnerung. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der aus politischer Sicht zu begrüßen ist. Wir wissen alle, dass dieses positive Lebensgefühl nicht besonders lange währte. Es kam die dunkle Jahreszeit, es kamen vermehrt Kontakte drin.
kam das Thema der zu niedrigen Impfquote und hin zu der Situation, in der wir uns leider heute befinden und die dann natürlich auch dazu führt, dass wir wieder vermehrt digitale Formate nutzen wollen, weil das einfach vernünftig ist. Ansonsten, was bleibt noch hängen aus diesen Sommermonaten? Ich will nur noch mal einen Punkt rausgreifen, beispielhaft, es hätte sicher noch andere gegeben. Aber weil es uns als CDU wichtig ist, das ist der Spatenstich für den Kunstrasenplatz für den SV Bad Camberg. Viele haben sich dafür eingesetzt, wir als CDU auch. Und wir haben Kunstrasenplätze in anderen Stadtteilen, aber wir glauben und sind der Auffassung, dass das ein wichtiger Beitrag ist für eine zeitgemäße Sportinfrastruktur, auch in der Kernstadt. Das wird dem Fußball in Bad Camberg ein Stück weit neuen Aufschwung geben. Das wird das Ehrenamt stärken. Und von daher ist es wichtig, dass wir da zu einer Lösung gemeinsam mit dem Kreis und anderen Beteiligten gekommen sind. Ja, doch, ereignisreicher, man kann nicht so ganz von der Sommerpause sprechen, aber dann ging es ja gleich weiter, Herbst, Winter, doch viele, viele politische Ereignisse. Wir sind tatsächlich in der politischen Arbeit wieder sehr aktiv gewesen. Herbst und Winter, Daniel, was ist da passiert? Ja, dann ging es natürlich wieder voll los mit der inhaltlichen Arbeit. Ich will aber mal einen anderen Punkt voranstellen, der, glaube ich, auch aus gesamtstädtischer Sicht sehr, sehr wichtig ist. Das ist Anfang Dezember, also noch gar nicht lange her, das Richtfest für den Erweiterungsbau der Kindertagesstätte in Würges gewesen. Das ist für alle Bad Cambergerinnen und Bad Camberger wichtiger oder wichtig, weil wir einfach zusätzliche Kapazitäten in der Kinderbetreuung brauchen, weil wir weiter, und da gibt es auch einen fraktionenübergreifenden Konsens, weiter in gute Kinderbetreuung investieren wollen. Und das ist natürlich auch aus Würgeser Sicht wichtig, das Bestandsgebäude aus den 70er Jahren, das stößt einfach an Grenzen und wir bekommen neue Möglichkeiten mit diesem Erweiterungsbau, auch Krippenbetreuung anzubieten. Und ich will schon auch betonen, dass das jetzt so vergleichsweise früh und schnell kam, dieser Erweiterungsbau, das hat auch was mit Politik zu tun. Das war durchaus eine politische Setzung, hier eine Priorität zu setzen mit ganz klaren Zielvorgaben. Ja, ansonsten standen natürlich die Herbst- und Wintermonate ganz im Zeichen der Haushaltsberatung. Gab ja dazu auch schon eine Presseberichterstattung. Zum Haushalt könnte man ganz vieles sagen. Ich will betonen, dass wir da eine ziemlich schwere Kröte schlucken mussten und auch geschluckt haben. Will auch erklären, warum wir das getan haben. Das ist das Thema Steuererhöhung. Wir sehen jetzt innerhalb von wenigen Jahren die dritte Steuererhöhung in Folge. Innerhalb eines halben Jahrzehnts sind wir dann in der prozentualen Steigerung um über ein Drittel oder um gut ein Drittel nach oben gegangen. Wir als CDU finden das ein problematisches Signal. Das ist nichts, was uns leicht gefallen ist, gerade an eine durch Corona ohnehin schon genug belastete Bevölkerung. Und wir haben auch in den Beratungen deutlich gemacht, dass das kein Mittel sein kann, das uns jetzt durch die nächsten Jahre trägt. Warum haben wir es trotzdem mitgemacht, dem Haushalt zugestimmt und auch die Steuererhöhung letztlich mitgetragen? Einmal natürlich der Not gehorchend. Es ging schlicht und ergreifend nicht anders. Es wurde versäumt, in den guten Jahren, den zweiten Hälfte der 2010er Jahre mit durchweg sprudelnden Steuereinnahmen, so ein bisschen das Sparschwein zu füllen, Risikovorsorge zu betreiben. Und wir haben ein sehr hohes Maß an Abhängigkeiten, das war ja auch in der Zeitung zu lesen, von Sondereffekten, von Einmalgeschäften, von Grundstücksverkäufen. Das führt dazu, dass man einfach darum nicht herumgekommen ist. Und auch dieser Haushalt enthält natürlich auf der anderen Seite sehr viele Punkte, die wichtig sind für die weitere Stadtentwicklung von Bad Camberg oder auch die uns wichtig sind. Anliegen der CDU und Grund dafür, dass wir am Ende auch gesagt haben, okay, Steuererhöhung, das können wir ausnahmsweise mitgehen, ist, dass wir die Stelle für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung wieder einführen werden. Ich denke, jedem ist noch erinnerlich, der Wegzug oder der bevorstehende Wegzug der Firma Serviceware, früher PMCS. Und das ist mal egal, wie man zu diesem Presseartikel und einzelnen Aussagen steht. Das kann man sich ja unterschiedlich bewerten. Aber sowohl mit Blick auf die Steuereinnahmen dieser Stadt als auch mit Blick auf die Attraktivität des Standorts Bad Camberg ist das ja eine ganz, ganz schlechte Entwicklung. Und die hat auch gezeigt, dass wir dringend besser werden müssen in der hauptamtlichen Betreuung von Unternehmen, aber auch von Einzelhändlern und Gewerbetreibenden, gerade vor dem Hintergrund der Belastungen durch Corona. Das ist der eine Punkt. Es war uns wichtig, diese Stelle wieder einzuführen, die zwischenzeitlich weggefallen ist. Wir nehmen endlich Fahrt auf beim Thema Sanierung, Freizeit und Erholungsbad. Das ist ein großes Projekt, ein Millionenprojekt, was uns als Stadt enorm belastet. Aber das ist uns wichtig, uns als CDU
weil wir Kurstadt sind, Kurstadt bleiben wollen. Deswegen gehört dieses Bad dazu, weil wir eine familienfreundliche Stadt sein wollen und weil es natürlich auch ein Beitrag ist zur Stärkung der Sportinfrastruktur. Ich will den Thema Brandschutz, Feuerwehr erwähnen. Das ist ganz außerordentlich, was die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden dort leisten. Und uns gelingt es auch mit dem Haushalt 2022, das durchzutragen, das fortzusetzen, was wir alle gemeinsam vereinbart haben, auch mit der Feuerwehr, nämlich, dass wir uns besser aufstellen im Punkt Katastrophenschutz. Wir wissen alle, nicht nur mit Blick in das Ahrtal, dass die klimatischen Veränderungen neue Herausforderungen, neue Einsatzszenarien verstärkt mit sich bringen werden. Ich denke an das Thema Hochwasser, Überschwemmung, aber auch Vegetationsbrände. Und wir haben uns vereinbart, dass wir uns dort besser aufstellen, gemeinsam mit der Feuerwehr. Gilt auch für das Thema Bevölkerungswarnung. Und deswegen haben wir auch nochmal in den Haushaltsberatungen draufgesattelt beim Punkt Schutzausrüstung, Einsatzkleidung. Wir glauben, wer sich ehrenamtlich so in den Dienst der Gesellschaft stellt, der soll das mit der bestmöglichen persönlichen Schutzausrüstung tun. Da gab es Optimierungsbedarf und den haben wir zunächst mal durch die Hinterlegung mit Haushaltsmitteln behoben. Ja, und was uns nicht zuletzt wichtig ist, dass wir auch in diesen schlechter werdenden Zeiten, die Zeiten werden schlechter finanziell, dass wir auch die Vereinsförderung und die soziale Handschrift dieses Haushaltes unverändert durchtragen. Ich will nur ein Beispiel nennen, das Thema Stadt- und Tourmuseum. Da wird sehr gute Arbeit geleistet durch den Verein Historisches Bad Camberg. Und wir finden jetzt zumindest, muss im Haushalt immer Prioritäten setzen, den Einstieg in die notwendige Stärkung und Optimierung dort, wo es Optimierungsbedarf gibt, dieses Stadt- und Tourmuseums. Und ich will ein weiteres Beispiel nennen, wenn ich bei der Stärkung, bei der Förderung des Ehrenamts bin, auch wenn das nichts unmittelbar mit dem Haushalt zu tun hat, aber wir haben es zumindest im Geleit mit verabschiedet, das Thema Sportlehrung, die ist ja jetzt zweimal Corona-bedingt ausgefallen. Die Urkunden und Präsente wurden dann auf dem Postweg durch die Stadt zugestellt und wir finden als CDU, das sollte sich nicht wiederholen. Wir wissen jetzt, wir haben jetzt 2 Jahre Pandemieerfahrung. Wir wissen, dass in den warmen Monaten, in den Sommermonaten mehr möglich ist, mehr geht und wir sollten dieses Zeitfenster im nächsten Jahr nutzen, um das zu tun, was uns wichtig ist, nämlich den ehrenamtlichen Sportlerinnen und Sportlern, den sporttreibenden Vereinen die Anerkennung zukommen lassen, die ihnen zusteht und im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung die sportlichen Leistungen entsprechend würdigen. Das waren ja so im Wesentlichen die Dinge, die so in den letzten 3 Monaten und vor Weihnachten beschäftigt haben, Uli. Und ich will es erstmal, wir haben ja nachher noch die Möglichkeit zu Nachfragen dabei bewenden lassen. Dankeschön, Daniel. Du hast eben einiges zum Brandschutz gesagt und dass wir uns dem Brandschutz verpflichtet fühlen und den Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehr. Das ist tolle Arbeit. Bei der Gelegenheit möchte ich ja beenden, dass uns heute Morgen eine E-Mail erreicht hat vom stellvertretenden Stadtbrandinspektor Alexander Remser. Er wäre auch gerne dabei gewesen, aber wer heute die Nassauische Neue Presse gelesen hat, der sieht, dass die Feuerwehr nicht nur aktiv war in Einsätzen, gestern in einer Klinik in Camberg, sondern dass er auch heute wieder für die Feuerwehr aktiv ist und gerade mit der Frau Niehörster, der Ordnungsamtleiterin, zusammenarbeiten muss und leider nicht teilnehmen kann. Er grüßt aber alle recht herzlich. Ja, dann darf ich noch einmal in die Runde fragen, was haben wir vergessen? Frederik, fällt dir irgendwas ein, was wir vergessen haben, was wir noch gar nicht erwähnt haben? Ja, was heißt vergessen? Vielleicht ein Thema, was uns als CDU wichtig ist, aber auch insbesondere mit Blick auf die junge Generation ein wichtiges Thema ist. Und wir erleben es ja immer wieder seit der Corona-Pandemie, dass digitale Formate deutlich mehr an Bedeutung gewinnen und auch deutlich mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. So haben wir auch als CDU gesagt, die Stadtpfortenversammlung, die würden wir gerne live streamen wollen, damit einfach die Leute ein bisschen Einblick haben in dem, was wir tun. Hatten dazu einen Antrag geschrieben, nachdem schon eine Stadtpfortenversammlung vorher mal, nicht ganz so sauber live gestreamt worden ist und haben gesagt, wir wollen das einfach auf rechtlich sichere Beine stellen und haben eben einen Antrag eingebracht, wo wir gesagt haben, wir wollen uns darüber mal beraten im Ausschuss, wollen mal schauen, was es da für Vor- und Nachteile gibt. Haben da auch die Punkte benannt schon, die aus unserer Sicht diskutabel sind und haben einfach das Ganze in den HFA, den Hauptfinanzausschuss, verwiesen und zur Beratung in den Ausschuss. Und den Beschluss haben wir einstimmig als Stadtverordnetenversammlung gefasst, haben im Ausschuss auch darüber beraten, haben auch
dort nochmal die Pro und Kontras abgewogen und kamen eigentlich einstimmig zu dem Ergebnis, dass das sinnvoll ist, dass das gut ist, dass das für Transparenz sorgt und haben entsprechend dann auch veranlasst, dass wir die Hauptsatzung der Stadt Bad Camberg ändern, was eben notwendig ist, um diese Livestream durchzuführen. Ja, und letztendlich, als es dann, auch den Beschluss haben wir in der Stadtverordnetenversammlung dann einstimmig geschlossen. Und als es dann quasi zum Schwur kommt und man dann die Schreiben der Stadtverordnetenvorsteherin bekommen hat, dass man eben zustimmt, dass man einwilligt, dass man live gestreamt wird, da gab es dann von SPD und Grüne dann doch einige, die sich diesem Beschluss nicht mehr gebunden fühlen und entsprechend keine Rückmeldungen gegeben haben oder eben widersprochen haben. Schade, dass dann entsprechend nur die CDU und die FDP-Fraktion da einstimmig zugestimmt haben. Das macht natürlich uns als Gremium auch ein Stück weit und unsere eigenen Beschlüsse ein Stück weit, lächerlich will ich nicht sagen, aber sie lässt uns zumindest nicht in einem guten Licht stehen, wenn wir vorher im Beratungsgang und auch in allen folgenden Gremiensitzungen diesen Sachen zustimmen und es letztendlich dann nicht umsetzen. Und ich glaube auch gerade die Pandemie, die zeigt, dass es eben notwendig ist. Und das wird auch ein richtungsweisendes Thema sein, dass wir das angehen, weil das zum einen dafür sorgt, dass man auch Kommunalpolitik für junge Menschen interessant machen kann. Man kann einfach mal ein bisschen reinschnuppern, man kann mal ein bisschen Gefühl davon bekommen, was dort gemacht wird. Das hilft uns als Gremium aber auch. Man wird immer wieder als Stadtverordneter mit dem Vorwurf konfrontiert, das Ganze sei nicht transparent. Transparenter als ein Livestream geht es aus meiner Sicht nicht. Ich teile diesen Vorwurf nicht, aber er kommt trotzdem immer wieder an einen herangetragen. Und da kann man ganz klar auch nochmal sagen, nein, hier ist alles transparent. Hier kann man immer dem folgen. Die Sitzungen sind ohnehin öffentlich. Aber es ist auch generell ein wichtiges Thema im Hinblick auf Vereinbarkeit von Ehrenamt und dem und Familie, weil man sehen wird, dass das in Zukunft immer schwieriger wird, dass man das unter einen Hut bekommt. Und da wird es unumgänglich sein, dass man auch gewisse hybride Formate anbieten wird oder anbieten muss, damit man entsprechend auch für Nachwuchs sorgt in den Reihen der Parlamente. Das geht auch weiterhin für junge Leute interessant, wenn sie zum Beispiel zum Studienort wo anders hin müssen. Das kann dann auch eine Möglichkeit sein, über eine hybride Sitzung dort teilzunehmen. All das ist zukunftsweisend und von daher war es uns ein wichtiges Anliegen, das Thema jetzt schon mal anzugehen, dann vorne mit dabei zu sein. Und es ist schade, dass das jetzt aktuell so ausgebremst wurde. Und ich hoffe, dass es da noch eine andere Lösung gibt, weil ich das für sehr, sehr wichtig und sinnvoll halte. Frederik, du hast mir aus dem Herzen gesprochen. Ich bin oft angesprochen worden in Camberg von Bürgern, die sich sehr gefreut haben, als das zeitweise möglich war. Und es gab ja auch Leserbriefe in den lokalen Zeitungen, wo das gewünscht wurde. Schade, dass wir da ausgebremst wurden, muss man dann schon sagen. Daniel, haben wir irgendwas vergessen, um den Bogen nochmal ein bisschen weiter zu spannen? Fällt dir irgendwas ein? Ein Punkt fällt mir in der Tat noch ein, den hatten wir noch gar nicht, das ist das Thema Schule. Wenn ich auf 2021 zurückschaue, dann fällt mir mit Sicherheit positiv ein, der regelmäßige Austausch zwischen Politik, zwischen CDU und der Taunusschule. Andreas und ich haben da im Wesentlichen die Gespräche geführt und das ist auch sicher mehr ein kreispolitisches Thema, aber das ist auch wichtig für uns als Stadtpolitik. Die Schule, das ist ein Standortfaktor für Bad Camberg und wir müssen alle gemeinsam, ob das der Schulträger ist, also der Kreis, aber auch die Stadt im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles tun, um diesen Schulstandort zu stärken. Und dazu dienen diese Gespräche, die auch dann dazu geführt haben, dass wir jetzt im November mit dem Schularbeitskreis unserer Kreistagsfraktion dort waren und die Punkte aufgenommen haben, die Schule bewegen und auch deutlich gemacht haben, was die Dinge sind, die die Kreispolitik im Bereich der Schulstandorte bewegt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Einstieg gewesen in regelmäßigen Austausch. Den sollten wir 2022 fortführen. Und von daher das ja auch ein sehr positives Signal aus dem zu Ende gehenden Jahr. Schön, danke. Ja, der Jahreswechsel, wir haben jetzt genügend zurückgeschaut, aber Jahreswechsel bietet sich ja auch an, ein bisschen nach vorne zu schauen. Frederik, was hast du dir für nächstes Jahr vorgenommen? Was könnte kommunalpolitisch umgesetzt werden? Wo planen wir Initiativen? Ja, ich will da vielleicht auch ein bisschen den Bogen zu dem spannen, was der Daniel eben ausgeführt hat, im Punkt vom Haushalt, wo er nochmal ganz
klar herausgestellt hat, dass uns wichtig ist, dass wir eine Stelle für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung wieder installieren in Bad Camberg, weil ich es für ganz wichtig halte, dass wir wieder eine bessere Betreuung unserer Unternehmen in Bad Camberg haben, dass auch die wieder mal mehr Gehör finden, dass dort in der Verwaltung wirklich ein Ansprechpartner ist für die Unternehmen, um die Sorgen, Probleme und Wünsche aufzunehmen, um die zu bündeln und da einfach ein vernünftiges Konzept draus zu stricken. Ich glaube, es hätten sich auch viele Gewerbetreibende schon während der Corona-Pandemie gewünscht. Und ich glaube, das ist elementar wichtig, um auch die Wünsche, die wir in Bad Camberg haben, was wir als Politik, was die Bürger aber auch von uns erwarten, dass wir das umsetzen können, weil das Geld ausgeben ist das eine, wir müssen es aber auch irgendwo erwirtschaften und da sind wir eben auch elementar darauf angewiesen, dass unsere Gewerbetreibende hier vernünftige Rahmenbedingungen vorfinden, um entsprechend dort auch tätig zu werden und entsprechend Einnahmen zu generieren und dann letztendlich auch über die Gewerbesteuer ihren Beitrag leisten, damit wir das alles umsetzen können. Ich glaube, das ist wirklich elementar, dass dort sich viel mehr tut, als das bisher der Fall ist. Damit verbunden auch, dass wir ein Stück weit die Altstadt und die Innenstadt beleben, dass wir auch dort den Gewerbetreibenden einfach nochmal weiter helfen, um entsprechend das wieder attraktiver zu machen, dass man auch mal Tagestourismus oder Ähnliches nach Bad Camberg bekommen kann. Wir haben ja ganz bewusst auch im vergangenen Sommer die hessische Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag zu uns eingeladen und mit Ines Klaus einen Altstadtspaziergang gemacht, wo wir auch ganz bewusst mal die Unternehmer und Unternehmerinnen angesprochen haben, mit ihnen in Dialog getreten sind und gesagt haben, was braucht ihr denn? Da war es dann auch gleich sehr positiv, dass dann die Fraktionsvorsitzende berichten konnte, dass wir in Bad Camberg von dem Förderprogramm der hessischen Landesregierung profitieren können und dort auch einen entsprechenden Beitrag von 250.000 zugestanden bekommen, um einfach auch im Bereich Innenstadt und Gewerbebetreibende mehr Akzente zu setzen und Attraktivität zu steigern. Und was mir als JU-Vorsitzender wirklich noch ein Herzensanliegen ist, ist, dass wir es einfach in Bad Camberg auch schaffen, noch bessere Angebote für Jugendliche zu etablieren. Ich glaube, wir sind im Bereich der Kinderbetreuung und der Angebote für kleine Kinder wirklich gut unterwegs, haben da in den letzten Jahren sehr viel Geld in die Hand genommen, um das auf einem richtig guten Niveau zu bringen. Aber ich glaube, gerade so im Bereich von 14 bis 18 und auch noch einen Ticken älter, da hat Bad Camberg wenig zu bieten und da wäre es für mich ein Herzensanliegen, auch attraktivere Angebote zu schaffen und ein Stück weit mehr Attraktivität zu schaffen für diese Altersgruppe, damit die auch in Bad Camberg sich weiterhin wohlfühlen können und entsprechend von den Angeboten, die dann zu etablieren sind, profitieren können. Danke, Prellrich. Daniel, du als Fraktionsvorsitzender, du hast vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick auf die Stadt und auf die Dinge, die ihn interessieren. Und wie siehst du das? Ja, wenn ich mal so ein bisschen ins nächste Jahr schaue und in die nahe Zukunft, dann fallen wir, ich will es mal auf zwei Punkte eingrenzen. Es gäbe sicher noch den einen oder anderen weiteren, aber fallen mir im Wesentlichen zwei Punkte ein, die wir kurzfristig angehen müssen, wo wir zu kurzfristig an Fahrt aufnehmen müssen. Das ist einmal das Thema Neubaugebiete, auch das ist aus der Presse bekannt. Wir haben einen ganz enormen Nachfrageüberhang nach Baumöglichkeiten in Camberg, sowohl von einheimischen jungen Familien, die gern ihr Eigenheim bauen würden, als auch von Auswärtigen, was auch gut ist, weil uns dieser Zuzug in den letzten Jahren und Jahrzehnten gut getan hat. Und wir können dieser enormen Nachfrage, wir haben ja den Christian Sell, den habe ich eben gesehen, der das ja sozusagen beruflich für die Stadt auch erhebt, über eine Plattform im Internet, wie viele Interessenten es gibt und das auch regelmäßig überprüft. Und ich werfe jetzt mal eine Zahl in den Raum, 600 bis 700. Und wenn es weniger sind oder wenn es mehr sind, aber als groben Richtwert ist das, glaube ich, eine sehr wichtige Zahl. Und wir können dieser enormen Nachfrage im Moment keinerlei Angebot, zumindest mal als Stadt, gegenüberstellen. Und das schlägt sich leider nieder in der Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre. Wir haben mitunter Bevölkerung Einwohner verloren in den letzten 10 Jahren, während andere Kommunen mit deutlich schlechterer Lage, mit deutlich schlechterer Verkehrsanbindung deutlich gewachsen sind. Das ist keine gute Entwicklung. Ich will das ganz klar sagen. Ich will kein Wachstum um jeden Preis. Davon sind wir weit entfernt. Aber was ganz schlecht ist, sind Bevölkerungsverluste. Und was wir eigentlich brauchen, ist ein gesundes Wachstum.
Wir brauchen das, um dauerhaft unsere Infrastruktur, unsere Schulen, unsere Kitas, die Vereine, die Einkaufsmöglichkeiten, die ärztliche Versorgung, um all das dauerhaft in Camberg zumindest auf diesen Stand zu belassen zu können, wie er jetzt ist, und auch um das finanzieren zu können, soweit die öffentliche Hand betroffen ist, brauchen wir nach unserer festen Überzeugung ein gesundes Wachstum. Und ja, wenn man mal ehrlich ist, diese Nachfrage, die ist ja nicht in Stein gemeißelt auf alle Ewigkeit. Und es wäre dringend notwendig, mit Blick auf eine positive Stadtentwicklung, dass wir so ein bisschen was von dieser Nachfrage für uns aus Camberg absorbieren, für uns nutzbar machen, hier ein Angebot schaffen. Weil so eine enorme Nachfrage, ohne dass wir sie zu bedienen, dass wir sie bedienen können, damit vergeben wir jeden Tag Chancen für die Stadtentwicklung. Und ich will auch eins klar sagen, weil das ja dann immer so mitschwingt, wir werden es nicht alleine über Neubaugebiete lösen. Na klar brauchen wir einen Dreiklang. Wir brauchen Nachverdichten, innerstädtische Verdichtung. Wir müssen uns stärker dem Thema Leerstand widmen. Leerstandserhebung, aber auch Leerstandsmanagement. Das ist alles richtig. Das sind Dinge, die können aber nur aus dem Rathaus geschehen. Da sind wir als ehrenamtliche Fraktion ein bisschen außen vor. Aber in unserer spezifischen Camberger Situation wird es eben auch nicht ohne Neubaugebiete gehen. Und ich will auch ganz klar sagen, dass wir beim Thema Neubaugebiete, das Thema Klimaschutz und Energiewende deutlich stärker mitdenken wollen als in der Vergangenheit. Wir als CDU stellen uns das so vor, dass wir die Baubilligen oder auch dann die Bauherren, die jungen Familien, mehr beraten, besser beraten, auch als Kommune, was möglich ist und was angeraten ist. Und wir können uns, wenn es die Haushaltslage denn irgendwann wieder zulässt, im Moment lässt sie es nicht zu, natürlich auch vorstellen, dass wir hier einen eigenen monetären Anreiz setzen beim Thema Nutzung der Photovoltaik. Das ist das eine Thema. Ich glaube, das ist mit das wichtigste Thema für die Stadtentwicklung. Wir müssen hier vor allem eins werden: schneller. Und das liegt nicht an politischen Beschlüssen, die sind schnell gefasst, das liegt an der Umsetzung. Das andere, und damit wäre ich dann beim zweiten Thema, das ist das Thema Stadtverwaltung. Der Stadtverwaltung kommt ja bei ganz vielen Dingen, und das merkt man, glaube ich, auch erst so wirklich, wenn man mal im Geschäft drin ist und bei den Beschlüssen dabei ist, der Stadtverwaltung kommt eine Schlüsselrolle zu. In ganz vielen Bereichen der Stadtpolitik, aber auch des täglichen Lebens in Camberg, auch beim Thema Verhältnis Stadt-Bürger, wo wir glauben, da müssen wir besser werden. Wir müssen besser mit unseren Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren. Mit wir meine ich die Stadt als solche. Und wir müssen die Bad Cambergerinnen und Bad Camberger wieder besser einbinden in Entscheidungsprozesse und Abläufe. Und das wird nur gelingen, wenn wir die Verwaltung stärken. Das kann nur über die Verwaltung laufen. Wir leiden so ein bisschen unter einer hohen Personalfluktuation in den letzten Jahren. Und ich kenne und habe auch zu tun mit ganz vielen Mitarbeitern, die einen guten Job machen. Und ich glaube, die haben es verdient. Und wir brauchen es auch und wir wollen es auch, dass die Verwaltung wieder in ruhigere Fahrwasser kommt und dass sie insgesamt wieder besser aufgestellt ist und die Aufgaben, die ihr gestellt sind, auch besser erledigen zu können. Das ist der zweite Punkt, der, glaube ich, mit Blick in die nahe Zukunft anzugehen ist. Danke, Daniel. Ja, der Themenblock heißt der Blick nach vorne. Andreas, was sagt der Parteichef und Landtagsabgeordnete zu diesem Thema? Ja, ich würde auch bei einem Stadtthema zunächst mal beginnen. Vor einigen Jahren hat die Hessische Landesregierung das Programm Kompass auf den Weg gebracht. Das ist ein kommunales Sicherheitsprogramm mit der Idee dahinter, dass eben die Frage der inneren Sicherheit nicht nur alleine Aufgabe einer Landespolizei ist, sondern dass eben auch Kommunen ihren Beitrag leisten können. Denn am Ende ist es so, als Kommune kennt man letztendlich die Orte, wo sich Bürgerinnen und Bürger möglicherweise nicht so sicher fühlen, wo Punkte sind, an denen man sich selbst nicht gerne bewegt oder wo man möglicherweise auch weiß, dass man dort sich schlicht und einfach nicht wohlfühlt. Und dieses Programm Kompass läuft jetzt schon seit mehreren Jahren. Es gibt mittlerweile über 100 Kommunen in Hessen, die sogenannte Kompasskommunen sind, die gemeinsam mit der Polizei schauen, was lässt sich denn noch verbessern in Hinsicht auf Beleuchtung, wo muss man möglicherweise Hecken zurückschneiden, wo kann man ein Stück weit mehr noch den Blick richten, gemeinsam mit Polizei und Ordnungsamt. Also sprich eine engere Verzahnung, damit sich Bürgerinnen und Bürger wohler fühlen. Und wir bekommen ja immer wieder auch aus Bad Camberg, aus den Stadtteilen, dann Rückmeldungen, wo man sagt, naja, da wäre es schon ganz wünschenswert, wenn man mal noch einen Blick drauf richten würde. Und wir haben als CDU in der Stadtverordnetenversammlung schon vor einigen Jahren dann entsprechend einen Antrag eingebracht, dass wir uns auch auf den Weg machen wollen, Kompasskommune zu werden.
Dieser Antrag, ja, ist in Bearbeitung, aber leider noch nicht umgesetzt. Ich glaube, das werden wir uns alle für 2022 auf die Fahnen schreiben, dass wir das jetzt vorantreiben werden. Entsprechende Gespräche auch mit dem neuen Polizeidirektor in Limburg haben schon stattgefunden, dass wir jetzt entsprechend auch sehen, dass wir wirklich diesen Schritt tun, damit am Ende sich die Bürgerinnen und Bürger auch wohler fühlen und dass wir möglicherweise die Flecken, wo man sagt, na, da hakt's, dass wir die gemeinsam dann in den Blick nehmen und das Sicherheitsgefühl insgesamt stärken. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns jetzt im nächsten Jahr auch begleiten wird. Und ansonsten natürlich, dass 2022 wird geprägt sein am Ende von der Bürgermeisterwahl. Wir haben uns jetzt in den Vorständen, also Stadtverbandsvorstand und den Ortsverbänden der CDU entsprechend gut aufgestellt. Die Neuwahlen haben stattgefunden, wunderbare Teams sind dort entstanden. Und wir werden dann nach Fasnacht, denke ich, unsere Kandidatenaufstellung zur Bürgermeisterwahl auf den Weg bringen. Und dann gehen wir hochmotiviert in diese anstehende Auseinandersetzung und sind da optimistisch, dass wir dort hervorragend abschneiden werden. Das ist sicherlich das Thema, was uns 2022 maßgeblich kommunalpolitisch dann neben den Sachthemen begleiten wird. Ja, und auf Ebene des Bundes, der Bundes-CDU, haben wir jetzt einen klaren Fingerzeig, wer zukünftig die CDU führen wird mit Friedrich Merz. Das wird ja Ende Januar bei einem digitalen Bundesparteitag dann noch finalisiert. Die Gesamtaufstellung des Bundesvorstandes wird vollzogen. Das ist es nicht alleine. Es erwartet uns dann wirklich noch viel Programmarbeit, wo ich auch jedes Mitglied nur einladen kann, dort mitzutun. Denn da ist einiges zu tun, damit wir als Christlich-Demokratische Union bei zukünftigen Wahlen, bei überregionalen Wahlen wieder mehr Vertrauen gewinnen können und auch mehr Problemlösungskompetenz wieder zugeschrieben bekommen. Das ist nicht von heute auf morgen zu regeln und das hängt nicht nur an einer Person, aber da wird es sicherlich auch arbeitsreich werden und das steht sicherlich 2022 auch auf dieser Ebene dann im Mittelpunkt. Soweit von meiner Seite. Ja, Andi, vielen, vielen Dank für deinen Blick. An der Stelle wäre es jetzt an der Zeit, dass wir in Dialog treten. Gibt es aus dem Teilnehmerkreis Anmerkungen, Fragen? Wir haben noch ein paar Gäste. Schau mal gerade auf Facebook, Uli, da unterstütze ich dich da mal ein bisschen, ob es da eine Frage gibt. Wenn da Fragen sind, gerne einfach die Chat-Funktion nutzen, uns anschreiben oder die Kommentarfunktion und dort die Frage platzieren. Sehr gerne, Dankeschön. Ich glaube, da habe ich keine Fragen registriert. Ja, prima. Dann haben wir alle Fragen beantwortet offensichtlich und es ist schön, dass wir so in dem einstündigen Rahmen dann auch bleiben können. Wir waren dann auch schon fast zum Schluss. Man nimmt sich ja in dieser Zeit dann gute Vorsätze vor und da gucke ich doch mal in die Runde und frage mal den Daniel, was sind denn so deine guten Vorsätze für das nächste Jahr? Oh je, ja, mit den guten Vorsätzen ist das so eine Sache. Wenn ich ins alte Jahr zurückblicke, dann ist, glaube ich, doch die Familie öfter mal zu kurz gekommen bei all den Verpflichtungen und Terminen. Ich habe so meine Zweifel, ob das in 2022 so viel besser werden kann, aber ich will es mir zumindest vornehmen. Aber ich glaube, viel wichtiger als persönliche Vorsätze ist in den Tagen, dass wir alle miteinander gut durch diese schwierige Zeit kommen. Und deswegen will ich auch die Gelegenheit nutzen, allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an diesem virtuellen Jahresrückblick, aber natürlich auch allen Kambergerinnen und Kambergern einen guten Rutsch zu wünschen, einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr 2022. Und vor allem wünsche ich allen, dass sie gesund bleiben. Soweit von meiner Seite. Danke, Uli. Danke dir, Daniel. Das war doch ein wunderbares Schlusswort. Dem kann ich mich nur anschließen. Ja, dann sind wir eigentlich am Schluss der Veranstaltung. Noch einmal den Blick auf weitere Veranstaltungen der CDU Bad Camberg. Hier ein Save the Date. Wir freuen uns, dass wir mit Ines Klaus, einem prominenten Vertreter im Landtag, eine Vertreterin im Landtag, bei uns zum wiederholten Male begrüßen dürfen. Sie war im letzten Sommer schon mal bei uns zu Gast und hat sich
insbesondere mit den Gewerbetreibenden in der Altstadt unterhalten. Muss eine sehr interessante Veranstaltung gewesen sein. Wir haben gutes Feedback erhalten. Vielen, vielen Dank, dass Sie auch da wieder unser Gast ist. 8. Februar 2022, 19 Uhr. Leider auch das nur virtuell, aber wir haben uns eine Überraschung ausgedacht. Bitte dazu zu gegebener Zeit auf Anzeigen und auf Presseveröffentlichungen achten. Da bleibt mir nur Ihnen allen ein frohes neues Jahr zu wünschen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie fröhlich und zufrieden und alles Gute für 2022.